Herzlich willkommen zum Video Getting Over IT mit Luke. Die Lautstärke wird häufiger mal variieren, da wir euch die lauten Atemgeräusche von Luke ersparen wollen. Nun einmal die kurzen Hintergrundfakten. Nils wollte ursprünglich mit Luke 2 Wanderungen machen. Allerdings hatte Luke schon eine böse Vorahnung, weshalb er Nils gesagt hatte, eine Wanderung reicht. Das akzeptierte Nils dann auch. Nichtsdestotrotz weiß Nils, dass Luke Höhenangst und eine kaputte Lunge hat. Es seien ja auch nur 16 Kilometer, meinte Nils. Worauf Luke nur mit und 1000 Höhenmeter antwortete. Naja, wir wünschen euch viel Spaß beim Video. Bis zum Wasserfall ging die Wanderung durch den Wald und war sehr schön. Doch über dem Wasserfall gab es schon die erste Kletterpassage, welche Luke verunsicherte. Während Luke hier schon mit den ersten Unsicherheiten zu kämpfen hatte, sehen Sie nun, wie Nils seelenruhig den Wasserfall hinabschaut. Da läuft mir selbst beim Zuschauen ein kalter Schauer den Rücken herunter. Über dem Wasserfall kam dann der erste Bergsee. Insgeheim waren die beiden Abenteurer nämlich für eine Dusche im Bergsee auf diese Wanderung gegangen. Hier bekommen Sie die Blickwinkel von Nils auf den kämpfenden Luke. Und jetzt der Blickwinkel vom Dicken, der nur am Kämpfen ist. Hey, er hat es geschafft, dieselben Bilder aufzunehmen. Naja, Nils ist jetzt schon wieder 15 Minuten entfernt. Warum tue ich mir das an? Sagt, ich werde nicht sterben. Bin ich mir nicht so sicher. Suchbild. Finde den Dicken. Gefunden. Ja, dreht. Ich lebe noch. Mal. Da muss ich hoch. Von da irgendwo kommen wir. So, da. Let's go. Ja. Wunderschöne Aussicht. Super. Nee, ist schon toll. Ist schon toll. Macht schon Spaß. Spaß. Ich hab's euch geschafft. Ja. Herr Nienbar, viel Update. Bin das kleine Stück hier hochgeklettert. Nils ist irgendwo da oben. Ganz weit weg. Na dann schauen wir mal, wie sich Nils so schlägt und wie es gerade bei ihm so aussieht. Ich glaube, ich bin hier ein bisschen vom Weg abgekommen. Mal gucken, ob ich ihn jetzt wieder finde. Hab ihn gefunden. Da. Ich weiß wirklich nicht, wo ich hier bin. Da. Irgendwie. Ohne Weg hoch. Ich habe keine Ahnung. Ich bin vom Weg abgekommen. Heilige Scheiße. Und er marschiert und marschiert. Ab zur Sonne macht er das. Na, den Weg zur Sonne, den wollen wir uns doch gleich mal angucken. Bedenken Sie, dass Luke gerade unten um Luft kämpft. Ja, Nils ist den Weg auch schon vor Luke gewandert. Ja, Nils atmet einigermaßen normal. Naja, merken Sie sich die Bilder,
Ich werde Sie erinnern, wenn Luke hier angekommen ist. Hier an der Stelle wird Luke noch kauern. Und ab nach oben. Ich habe den Weg wieder gefunden. Das Weiß-Orange-Weiß auf den Steinen. Also ich habe den Weg wieder gefunden. Links ist der Weg, rechts ist, wo ich lang gegangen bin. Da so ist der Weg. Da bin ich irgendwo hergekommen. Outfit-Check. MP-Klo mit dem Code LUC10 10% Rabatt. Dieser Berg ist so steil. Er ist so fucking steil. Ich bin jetzt da, wo Nils war. Also in dem letzten Update von Luke. Ich hab Höhenangst. Aha, bis nach oben dauert es noch. Jetzt gucke ich einfach nicht runter. Also jetzt gerade gucke ich runter, aber beim Klettern, beim Wandern einfach hoch. Ja. Die Luft wird richtig, also für mich dünn. Also auf jeden Fall eine Erfahrung. Ich mache das noch zu Ende. Ich kletter da hoch rüber, andere Seite runter. Und dann gucke ich. Heute Nacht werde ich gut schlafen. Irgendwo da waren Wanderer, die mich hier strugglen sehen haben. Also die sind hochgegangen, die habe ich abgehängt. Die waren so, jo, willst du Studentenfutter? Energie, ja. Das ist schon die Luft, die mich hier fickt, aber da oben, ich zoome ran für euch, da ist mir jetzt, da muss ich hin. Ich hasse mein Leben. Ich hasse mein Leben. Nein, ich hasse das nicht, ich mag's. Aber ich weiß nicht, wieso ich mir das antue. Ist aber eine coole Erfahrung. Also für Nils, dem ist nur ein bisschen kalt. Ja, leck mich. Was für schön da oben. Ich hab Höhenangst. Ja, da lacht er. Da kommen sie. Da sind sie. Ich zoome nochmal ran für euch. Da kommen die Wanderer. Ciao, ciao, bis zum nächsten Update. Nächster Spot. Geschafft, da geht's jetzt lang. An die Markierung da hoch, wo die Sonne scheint. Kurzes Update. Da muss ich hin. Nächste Etappe geschafft. Ich bin voller Adrenalin und Angst, aber ich komme noch hoch. Dann geht's wieder runter. Krankes Erlebnis. Also wirklich. Wir erinnern uns zurück an den Platz, wo ich nun kauere. So, ich dachte, wir gehen so ein bisschen wandern. Ein bisschen wandern. Ich kletter hier so steile Wände hoch. Bisschen wandern. Bisschen wandern. Nochmal zum Thema bisschen wandern. Ich bin jetzt nicht weitergekommen. Jetzt muss ich hier mit Ketten hochklettern. Ich kaue hier richtig an der Wand. Da kommen die anderen. Ich will das alles nicht mehr.
Er dachte, wir machen nicht so einen Pass. Wie soll ich hier hochkommen? Wie soll ich hier hochkommen? Ich stehe hier extra, weil ich dich motivieren wollte. Ah, Motivation für den Arsch. Ich will einfach nicht sterben. Wenn ich das meiner Mutter zeige, wenn ich das irgendwem zeige. Er sagt, ich hab's geschafft. Da bin ich hochgeklettert. Da geht's wieder runter. Ich hab Höhenangst. Ich hab so eine Höhenangst. Ich weiß nicht, ob man erkennt, wie steil es ist. Die Felsen dort unten sind genauso groß wie die hier oben. Gucken wir dem Dicken zu, wie er eine Minute braucht, um hier runter zu klettern. Gleich geschafft. So, ich habe mich abgeregt. Schöne Aussicht. Toll, toll, toll. Yippie. Super. Er ist glücklich. Wo auch immer die anderen Wanderer jetzt hin sind. Da super lang nur weg wandern. Ich glaube, ich bringe einen See. Update. Wir sind unten beim See und da oben sind die beiden und ich springe da heute noch rein. Drecksau. Dein Schwanz musst du jetzt nicht filmen. Das könnte so ein sehr komischer Porno-Anfang sein. Update. Ich war im Wasser. War geil. Hier ist ein bisschen kalt. Deshalb trägt er das T-Shirt. Und ich bin hier oben ohne. War's okay. Alles machbar. Nächste Etappe geschafft oder so, keine Ahnung. Wieder die Wanderer überholt. Nach dem Eisbaden. Mir wurde gesagt, you're crazy. Oh mein Gott. Ja. Lauf hier immer noch oben und rum. Und jetzt ist da hinten der weiße Fleck. Und weg ist er. Life is good, you know? Ah, Nase läuft, sorry dafür. Aber sieht schon gut aus. Peace. Psch, Spaß. Na? Juckt es gar nicht, dass ich hier bin. Laufen wir weiter runter.
Eine Stunde 5 hatte ich noch, bis wir da sind. Die Sonne wird wahrscheinlich schon unter sein. Da ist schon wieder Nils. Da geht die Sonne unter. Das einzige, was du mit der Kind ist, hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Ja, muss auf halbwegs normalen Weg geschafft. Das sind jetzt noch eineinhalb Stunden offen. Sehen. Abgesehen davon, dass ich gar keinen Bock mehr habe. Die Wege hier echt süß und schön. Aber ich kann nicht mehr. 1,5 Stunden, 5 Kilometer. Mal schauen. Ich wurde wieder überholt. Ich bin am Ende. Mir tun alle Gelenke weh. Füße, Knie. Komplett. Mein Rücken. So ein bisschen. Aber ich werde es noch zurückschaffen. Aber langsam und bestätigt. Echt langsam. Ich wurde jetzt, ja, wie schon gesagt, wieder überholt. Und dieser Weg, er macht mich so fertig. Es war so todesanstrengend. Und all die Gelenke tun weh. Naja, einfach laufen. Es war schön und so, aber es wird auch langsam dunkel. Meine Beine zittern komplett. Und ich muss weiter hier runter. Das wäre so geradeaus. Schon ein bisschen steil, aber ist okay. Ich werde schon irgendwie hinkriegen, hoffentlich. Meine Beine schmerzen immer noch sehr, aber es geht nicht mehr ganz so steil. Sorry. Deshalb konnte ich jetzt das Tempo ein bisschen anheben. Das ist okay. Ich glaube, ich komme noch an, bevor es dunkel wird. Wenn nicht, ist auch okay. Wenn es nicht mehr so steil ist, kann ich auch eine Taschenlampe benutzen. Noch 3 Kilometer oder so. Da ist die Sonne. Die geht gerade wirklich unter. Und hier ist der Weg. Run, boy, run. Es ist 19.30 Uhr. Die Sonne so gut wie untergegangen. Ich glaube, ich habe noch so eine Dreiviertelstunde Weg vor mir. Das wird schon. Okay, geht automatisch das Licht an. Die hinter mir haben schon Kopflampen aufgezogen. Ich gehe. Und ich gehe. Ich werde nicht stoppen, bis ich da bin. Ihr wisst, Businessman ist immer erreichbar. Gerade noch mal einen Friseurtermin geklärt. Let's go. Mittlerweile wird es echt kalt. Ich habe den einen Arm jetzt T-Shirt gemacht. Ist auch ziemlich dunkel. Noch kann man den Sinn. Sorry. Noch kann man den Weg so ein bisschen erkennen. Also, alles gut. Und ich glaube, ich habe auch genug Taschenlampe, um zurückzukommen. Ich hab grad auf der Karte geguckt. Ich würde sagen, 20 bis 30 Minuten. Dann bin ich da, wo ich sein will. Ich könnte hier auch eine Abkürzung nehmen, in Anführungsstrichen. Aber das ist mir zu gefährlich. Weil es dunkel ist und ich glaube, dass keine Wegbeschreibung hat. Deshalb laufe ich den Weg jetzt einfach lang, einen kleinen Umweg. Aber dann komme ich an und sicher an. Dann ist alles gut. Ja, Sonnenuntergang sieht aber schon schön aus. Man kann immer noch ohne Licht laufen. Ist noch okay. Und ich weiß nicht mehr wie lang.
Alter. Hier ist auch irgendwo eine verlassene Ruine. So beginnen Horrorfilme, Leute. Ja. Also. Ich mach gleich mal die Ausfahrt hoch. Da. Sieht man's. Ja. Let's go. Ich werde eingeholt. Da oben kommen die zwei Lichter. Aber ich hab's bald geschafft. Mal gucken, ob die mich wirklich noch einholen. Aber wir werden sehen. Ich hoffe, ich bin noch nicht zu weird, aber selbst wenn, ist okay. Update. Ich habe jetzt beide Arme im T-Shirt. Ich bin in der Stadt oder Dorf, was auch immer. Lauf jetzt an den Hotels vorbei und hab's hoffentlich bald geschafft. Die letzten Treppenstufen und dann habe ich es geschafft. Ich habe es geschafft. Es fehlen nur noch 100 Meter. Damit, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Ihr müsst immer wissen, wo eure Grenzen sind. Passt auf euch auf. Da ist er. Da ist mein Ziel.